Herzlich willkommen auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich mega, dass ihr da seid. Heute mal ein Platz, wo ihr nicht ganz so von den restlichen Videos kennt, ist ein neues Format auf der Reise hier auf dem YouTube-Kanal. Geschichten neben dem Trail oder Geschichte mit Menschen neben dem Trail finde ich ein mega spannendes Thema. Keine Sorge, die restlichen Videos laufen nach wie vor auf gleicher Linie weiter, aber einfach mal zu schauen, was passiert so links und rechts neben den Schrauber-Videos. Finde ich einfach nur spannend, mit euch darauf einzugehen. Ja, ich bin auf jemanden gestoßen und da haben wir auch eine kleine Geschichte dazu. Und da sitzt der Steff neben mir und hat seine Hochzeit erst vor kurzem gehabt und so sind wir auch zusammengekommen. Nein, wir beide haben nicht geheiratet, aber seine Hochzeitsfeier war unter ein paar Corona-Bedingungen und ich denke, so haben wir uns kennengelernt und ich habe dann ein Gespräch mit dir gefunden und plötzlich kam raus, du hast einen YouTube-Kanal, sogar ein paar Abonnenten aktuell mehr wie ich. Und ich dachte, es ist doch für alle interessant, ein bisschen auf dieses Thema zusammen eingehen. Und ich würde einfach mal sagen, vorab, Steff sein Kanal, meinen kennt er, aber Steff sein Kanal ist eine Mischung aus Schlag den Raab extrem, Mythbusters extrem und Jackass Light. Zu ja, dir. Tatsächlich. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ist auch mal was Neues, so ein Format, aber macht Bock, hab Bock drauf. Ja. Ich finde es einfach spannend, Menschen einfach mal, die man sich so neben der Strecke kennenlernt, was diesen Kanal ja eigentlich begründet, meinen Kanal begründet, kennenzulernen. Und ihr wisst ja aus meinen Insta-Posts, es ist immer relativ viel Material am Wochenende dabei, Sonntagmorgens von Livestreams aus der Kirche, wo ich hier in der evangelischen Kirche einen Livestream begleiten darf, was auch eine mega spannende Reise auch für mich ist, um einfach auch ein paar Skills kennenzulernen. Und so kamen wir einfach zusammen, wo dann Timo, unser Stadtpfarrer, zu mir sagte, du, wer begleitet diese Hochzeit an der Königskanzel? Ja, ein paar Bilder schon dazu, wie es dann wirklich aussah. So eine Reise oder so eine Hochzeitsfeier zu machen unter Corona-Bedingungen war mit Sicherheit nicht gerade das Einfachste. Da denke ich, müssen wir mehr zu reden noch gleich. Aber wie wir uns kennengelernt haben, um dieses Thema abzuschließen, fing damit an und unser Gemeindepfarrer Timo Stahl hat es so angekündigt. Ja, und es gibt Paare, die den Mut haben und sich nicht abhalten lassen, auch in diesen besonderen Zeiten kirchlich zu heiraten. Kirchlich getraut werden am kommenden Samstag um 14 Uhr auf der Königskanzel und nicht hier in der Kirche, weil das nicht möglich ist, deshalb im Freien. Stefan Meyer und Sarah Herz aus Stuttgart. Stefan Meyer ist der Enkel von Pfarrer Wilhelm Weber, deshalb wollte er auch gern hier in der Gemeinde seines ehemaligen Großvaters seine kirchliche Trauung feiern. Beides sind Diakone und wir freuen uns, dass wir diesen Tag mit ihnen feiern dürfen. Ja. So lief die ganze Geschichte ab. Ich denke, es war doch super spannend. Und jetzt voll zu dir, your turn. Ich fand es eine coole Hochzeit unter coolen Corona-Bedingungen. War nicht einfach. Wir hatten echt viele Herausforderungen bei der Planung von der Hochzeit. Wir wussten nämlich nie, wird die Hochzeit so stattfinden, wie wir es geplant haben. Und ungefähr 2 Wochen vor der Hochzeit haben wir uns mit dem Timo Stahl getroffen. Und dann hat er gesagt, in der Kirche darf man nicht feiern, es geht mit den Corona-Regeln nicht klar. Und dann mussten wir schnell eine Alternative finden und konnten zum Glück dank dem Einsatz vom Timo auf die Königskanzel. Und dann war auch die Frage, wie macht man es da mit dem Livestream, weil ja auch nicht so viele Leute kommen können, gerade durch Corona. Und dann war es echt cool, dass du, Björn, uns da unterstützt hast, die das Ganze per Livestream mit aufgenommen hast und auch die Technik gestellt hast. Von dem her, war es richtig cool und da haben wir uns auch, wie gesagt, schon kennengelernt. Die größte Herausforderung war einfach auch diese Unsicherheit. So, kann man feiern, kann man nicht feiern?
und vor allem wie kann man feuern. Und dann, gerade als wir dann wussten, dass wir nicht drin feuern können, das Ganze umzuplanen mit Stühle organisieren, die ganzen Deko-Elemente nochmal umdenken und da einfach auch gucken, was ist, wenn es regnet, dass man genug Pavillons hat und so weiter. Also es gab viele Herausforderungen, aber schlussendlich hatten wir eine richtig coole Hochzeit und trotz allem haben wir uns dann dazu entschieden. Also wir haben uns kurz auch Gedanken gemacht, so machen wir es überhaupt oder machen wir es nicht. Und im Kern haben wir uns gedacht, warum heiratet man eigentlich? Also was ist der Grund, dass man heiratet, kirchlich? Ja. Und für uns war der Grund eigentlich Gottes Segen. Und natürlich ist es wunderschön, wenn noch Leute dabei sind, aber der Kern der kirchlichen Hochzeit ist einfach der Segen Gottes. Und den kriegt man, wenn wenige Leute sind oder wenn viele Leute sind, draußen drin. Und dann haben wir uns deswegen entschieden, trotz aller Herausforderungen und den ganzen Bedingungen zu heiraten, so wie es halt im Rahmen geht. Und wir hatten schlussendlich echt eine schöne Feier. War cool. Also muss man einfach sagen. Bevor es den Hate in den Kommentaren geht, ihr zwei auf einem Baumstamm in Corona-Zeiten. Wir haben vorher beide einen Corona-Test gemacht, vor diesem Videodreh, dass wir einfach beide safe sind, dass wir auch so dieses Video einfach so abdrehen können, wie wir es hier wollen. Das war uns einfach auch ein wichtiger Punkt, das euch einfach ein klein bisschen mit nach außen rauszutragen. Bild zu deinem YouTube-Leben. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen umschrieben. Ihr könnt ja einfach mal hier unten in der Beschreibung, guckt da einfach mal nach, da ist der Kanal verlinkt und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Wie gesagt, Schlag den Raab extrem, Spiel ohne Grenzen extrem und Jack es leid. So ungefähr kann man es umschreiben. Sind ein paar Aktionen dabei, wo man sagen muss, puh, holla die Waldfee, würde ich jetzt nicht tun. Aber mega spannend zuzuschauen. So ein paar Formate, Trampolinhalle mit T-Rex-Kostüm, Surfen im Schnee. Oder Game of Stuhl, ich kenne immer Game of Bike eher, oder ihr auf meinem Kanal dementsprechend. Es soll einfach das Ganze gewesen sein. Und ich denke mal, wir haben noch so ein kleines Intro von dir, wo wir mal einspielen können, dass ihr vielleicht mal euch ein bisschen vorstellen könnt, um was es eigentlich geht. Servus, hast du Bock, was zu starten? Ich habe eine richtig coole Idee. So Bock und eigentlich, also heute sieht echt schlecht aus, ey. Vielleicht nächstes Mal. Okay, schade. Dann eine gute Zeit. Ciao. Hi, ich habe einen richtig coolen Urlaub geplant. Bist du dabei? Boah, das hört sich natürlich richtig nice an, aber da kommt dieses gute Fußballspiel. Oh, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ich glaube, ich kann da eher nicht mit. Okay, echt schade. Und wie sieht's heute bei dir aus? Ich chill hier gerade, ich hab einfach nicht so Bock. Aber nächstes Mal safe. So, dann schauen wir mal,
Wie kommst du zu diesen verrückten Ideen? Oder ihr seid ja eigentlich drei, ich sag mal, große Jungs, die gern spielen gehen. liebevoll umschrieben. Ja. Erstmal, wer seid ihr und wie kommt es zu komischen Ideen? Also ursprünglich waren wir einfach ich und meine Freunde, die Bock hatten, irgendwelche coolen Sachen draußen zu starten. Wir hatten Bock, Sachen zu machen, mal was zu erleben. Und das Ganze hat angefangen, da habe ich früher viele YouTube-Videos von anderen angeschaut und habe so gedacht, das will ich auch unbedingt machen. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich habe nicht das Geld dazu, ich habe nicht die ganzen Freunde, die das mitmachen, oder ich habe nicht die Zeit dafür, und ich habe immer andere Ausreden gesucht. Und schlussendlich habe ich mich dann einfach entschieden, so, hey, komm, jetzt mach einfach so das Ganze, so wie du es kannst. Und zum Beispiel gibt es ja immer extrem gute Skifahrer, und ich werde nie der beste Skifahrer sein. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kann man kreativ Skifahren? Und dann sind wir auf der Straße Ski gefahren, durch den Skatepark, die Straße entlang, am Auto entlang gezogen und so. Mit Funken an den Ski? Mit Funken an den Ski, und es hat richtig Bock gemacht und die Leute haben es gefeiert. Und so haben wir uns überlegt, okay, wie können wir Sachen machen, die es eigentlich jeder hat. Also die meisten haben irgendwie Zugang zu alten Ski oder im Sperrmüll haben einen Ski geholt und dann mit denen Sachen gemacht. Wie können wir also unsere Talente und unsere Möglichkeiten nutzen, um coole Videos zu machen und Spaß zu haben? Und so ist das Ganze dann entstanden vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so. 7, 8 Jahren musste ich mal genau gucken. Und es waren eigentlich immer so Freunde von mir, die ich halt eingeladen habe, die Bock drauf hatten, immer mal wieder wechselnd. Und jetzt in letzter Zeit sind wir zu dritt, der Tobi noch und der Sammy. Und wir kennen uns tatsächlich, einen Tobi über Instagram. Habe ich gesehen, er macht Hammer-Videos. Okay. Der Spiker-Tobi übrigens, also ja, auch im Bike-Business drin. Cooler Typ, macht Hammer-Videos. Und Sammy kenne ich von unserer Gemeinde zu Hause. Und dann haben wir uns getroffen, haben gemerkt, wir haben ähnliche Ideen. Auch Bock, einfach Sachen zu machen, was zu erleben, rauszugehen, auch alle gläubig. Und dann haben wir gedacht, okay, lass es zusammen durchziehen und so richtig als, sag ich mal, in Anführungsstrichen Trio coole Videos zu machen. Und das machen wir schon eine ganze Weile und haben immer noch Spaß dabei. Was mir auffällt, kann man euch aber auch raustragen in die Welt. Man kann YouTube machen mit verdammt kleinen Mitteln. Ja. Ich denke, da brauchen wir dazu sagen, machen wir noch separat. Weil es auch ein Punkt, alle denken immer, YouTube zu machen, oh, erst einmal viel Aufwand, viel Geld. Nee, einfach erst mal machen, das ist so meine Devise dabei. Und was ihr macht, was ich nicht tue, im Schnitt unheimlich viel Arbeit. Ja. Also ich bin im Schnitt deutlich entspannter. Also mir hat ein Video vielleicht, wenn es dumm läuft, eine News-Folge, die kennt ihr auf dem Kanal, alle samstags, hat vielleicht 5 Schnitte und 10 eingeschnittene Bilder. Die versuche ich auch mittlerweile sprechfehlerfrei aufzuzeichnen, damit ich wenig schneiden muss. Deine Schnitte, 1000 sind wahrscheinlich pro Video wenig. Ach, so viel sind es glaube ich auch nicht, aber schon. Es ist ein Gefühl 1000. Ja. nee. Aber einfach nur ein paar Worte zu. Wie kommen wir auf die. Wie kann man Menschen einfach klar machen? YouTube, beginn es einfach, mach es einfach. Und weil monetäre Mittel sind am allerunwichtigsten, oder? Jein, also ja und nein. Also ich denke, die meisten haben ein gutes Handy. Eben. Die Leute kaufen sich für 1000 Euro ein iPhone und dann sagen viele, ja, ich habe kein Geld, um YouTube zu machen oder so, wenn sie Bock drauf haben. Und ja, da denke ich mir, zum einen hat ein iPhone eine extrem gute Kamera, für die vor 20 Jahren könnte man sich die gar nicht leisten. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch extrem viel mit GoPros gefilmt. Und die GoPro, die neue 9er, die kriegt man relativ billig, kann man auch gebraucht kaufen. Ja. Und die macht extrem gute Aufnahmen, die ist handlich, dafür muss man inzwischen auch immer weniger können, durch die Stabilisierung und so weiter. Das heißt, zum Beispiel mit einer GoPro und einer kreativen Idee kann man extrem gute Videos machen. Und wir stecken auch viel, wie du gesagt hast, viel Zeit rein in den Schnitt, weil wir wollen, dass unsere Videos hochwertig sind, dass die Leute auch die Videos gern gucken. Trotz allem denke ich, dass der größte Fehler ist, wenn man sich mit anderen vergleicht, die schon seit 10 Jahren Filme machen oder so. Also ich mache jetzt seit bestimmt gut 10 Jahren Videos und ich kann die Videos inzwischen ziemlich schnell auch schon schneiden. Aber wenn ich mich, selbst ich vergleiche mich mit anderen und sage, boah krass, was machen die für gute Videos und ich habe die Möglichkeiten nicht. Aber man muss einfach das nutzen, was man hat. Die beste Kamera ist die, die man hat.
Und vor allem finde ich immer, die Skills sind oftmals viel wichtiger als die Kamera. Genau, und man lernt ja auch viel. Also mein erstes Video, das war ja einmal schlecht im Vergleich zu jetzt. Das ist bei jedem. Im Vergleich zu jetzt. Aber damals war es ein Hammer-Video für mich. Und ich glaube, wenn man einfach anfängt und im Prozess sieht, wie gut man wird, dass man was lernt und so weiter, dann ist schon der Prozess ein toller Weg, den man geht und den auch die Zuschauer dann mit dir gehen. Man muss also die Zuschauer in den Prozess mitnehmen. Geht mir ja gleich. Also du machst das erste Video und denkst, naja, 10 Abonnenten. Machst das zweite Video, 11 Abonnenten. Ja. Und irgendwann ist dann der Punkt mal erreicht, auch kleiner Spoiler intern auf YouTube, wie es abläuft eigentlich. Die Dynamik nimmt relativ schnell zu. Und dann, Gott sei Dank in meinem Kanal falle jetzt, am Tag ca. 10, 20 neue Abonnenten dazu. Bin mega dankbar, also muss ich einfach sagen. Da schaltet die Potenz wesentlich höher. Aber die Mittel, die man investiert in ein Video, die sind monetär immer noch verdammt gering. Ja, also ich denke, dass man kann mit Geld natürlich auch andere Sachen machen. Und manchmal denke ich mir so, boah, ich wünschte, ich hätte mehr Geld und könnte mehr andere Möglichkeiten an Videos machen. Ja. Aber ich denke trotzdem, dass man die Sachen nutzen kann, die man hat. Wir haben zum Beispiel einen Roadtrip gemacht und haben auf dem Roadtrip 4 Videos gemacht oder so. Und wir haben wild gecampt, wir haben unter Brücken geschlafen. Wir haben wirklich das Essen alles mitgenommen und die Müsli gegessen und irgendwelche Nudeln halt. Also wir haben wirklich low budget gelebt. Ja. Wir haben dort dann Leute kennengelernt. Die Leute haben uns auf dem Boot mitgenommen. Wir sind dann dort Boot gefahren. Dann habe ich über Instagram andere Leute kennengelernt. Das, die D-Squad sind richtig krasse Stunt-Leute. Also die haben es richtig drauf. Und die haben uns dann auf ein Hausdach genommen, wo wir in so einen riesen Airbag reingesprungen sind. Ja. Und die ganzen Sachen sind halt einfach nicht gekommen, weil wir krass viel Geld haben, sondern weil wir einfach Freundschaften aufgebaut haben, weil wir spontan waren, Leute kennengelernt haben. Und die Möglichkeiten, die wir hatten, ein Auto und ein paar Freunde, haben wir zum Besten genutzt. Es war natürlich nicht immer angenehm, es hat geregnet, wir haben im Sitzen gepennt, wir haben unter Brücken gepennt, aber es war geil, wir hatten eine Hammerzeit und die ganzen Sachen, der Urlaub hat wahrscheinlich so viel weniger gekostet, als die Leute halt für Klamotten ausgeben oder für irgendwelche Handys. Also ich denke, es geht um, das ist auch eine Prioritätensache. Finde ich auch. Also das Thema YouTube, um das Thema ein klein bisschen abzuschließen, finde ich wichtig. Kann jeder tun. Ein Handy reicht völlig aus. Vielleicht noch eine Mikrofonfunkstrecke, jetzt haben wir auch mit 200 Euro was Gescheites. Also das ist gar nicht das Thema. Und dann kann man vernünftige Videos produzieren. Und dann ist halt die Skills verbessern. Das ist der härteste Weg für jeden. Ja. Dass man einfach sich reinarbeitet, ein klein bisschen in diese. Ja. Und eine Sache, die ich noch voll wichtig finde, weil du ja auch Abonnenten angesprochen hast. Also zum Beispiel, wir verlieren gerade auf YouTube Abonnenten. Und ich glaube, man darf nicht so seinen Selbstwert und den Wert, den man den Videos gibt, in Abonnenten nehmen. Nein. Weil wir machen seit 10 Jahren, seit ich glaube 8 Jahren, jetzt müsst ihr echt nochmal gucken, Videos. Und wir haben wirklich relativ langsam Abonnenten gewonnen. Und unsere Videos, denke ich mir so, okay, krass, wir... warum kriegen wir in Anführungsstrichen nur 500, 600 Klicks auf unsere Videos auf YouTube, auf TikTok, können wir nachher noch drüber reden. Aber warum sind die Videos nicht gut genug und so weiter? Und dann der große Punkt, wo man es dann bewusst machen muss, zum Beispiel haben wir ein Video auf YouTube, hat dort 500 Views, hat das GoPro, hat auch das gleiche Video auf ihrem Channel gepostet und hat quasi fast das gleiche Video mit 400.000 Klicks inzwischen. Und dann schlussendlich ist es das gleiche Video. Und ich poste halt auf meinem Kanal und davor mache ich mich runter und denke so, kacke, ist das Video jetzt so schlecht, war das nicht gut genug? Aber der große Punkt, den ich wirklich so auch jedem mitgeben will, ist, hey, wenn du mit dem Video zufrieden bist, eine gute Zeit hattest, eine Message mitgegeben hast, den Leuten Mehrwert gegeben hast, irgendwas, was den Leuten bringt, dann ist das ein gutes Video. Ja. Dann ist es egal, ob das jetzt 4K ist, Full HD oder was auch ich, was auch immer, dann ist egal, ob das jetzt 100 oder 1000 oder 100.000 Views hat, weil wenn man sich durch Klicks definiert, wird man nicht glücklich, weil man will immer mehr. Da können wir auch nachher noch mal kurz drüber reden dann. Finde ich schon mal ein wichtiger Punkt, man kann es allen alle recht tun. Ja. Also man muss einfach sich im Klaren sein, wenn ich so einen Channel mache, stehe ich natürlich mitten in der Öffentlichkeit. Das muss jeder sich, wenn er das macht oder wenn einer sagt, überlegt, er will das tun, steht er mitten in der Öffentlichkeit. Das ist einfach so. Und ich kann es nicht jedem Menschen dieser Welt recht tun. Keiner. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich irgendwie auch eine Meinung habe und auf dem Kanal hier habe ich auch eine Meinung und technisch gibt es ein Ja und ein Nein und fertig, da gibt es kein Zwischendurch. Eine Meinung, okay, die kann ich haben, wie ich will und die habe ich auch und die vertrete ich auch, das wisst ihr aber auch alle. Und danach sagt jemand, passt mir einfach nicht.
Okay, dann zu dem Thema auch Abonnenten oder vielleicht gibt es auch mal schwierigere Mitmenschen als Abonnenten. Was die News verfolgt hat bei mir auf dem Kanal, wahrscheinlich du bist nicht ganz so am Thema dran, aber mir ist immer so aufgefallen, wenn wirklich einer sich wirklich extremstens negativ in die Kommentaren auslässt, der überlebt diesen Kanal nicht lange. Das muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich nur dann irgendwelches Mobbing in den Kommentaren lese, gucke ich mir mal Kommentar 1 an und denke, ja, Kommentar 2, naja. Wenn Kommentar 3 dann irgendwann mal beleidigt wird, dann und tschüss. Da passen wir einfach nicht zusammen. Müssen wir uns alle einfach im Klaren sein. Ja, ich denke, was das große Problem ist an der ganzen Sache, man kriegt wahrscheinlich auf ein Video, sagen wir mal, zum Beispiel mir, keine Ahnung, 10, 15 richtig positive Kommentare. Ja. Und wenn einer schlecht ist, der macht dir so viel, der zieht deine Stimmung so viel mehr runter, als jetzt. Ja, aber ich, also psychologisch gestehen ist auch oft so, dass einem so kleine negativen Dinge, dass es einem viel mehr hängen bleibt. Und da muss man wirklich so selbstreflektiert hingehen und sagen, hey, ich bemitleide dich, du nimmst dir die Zeit, mein Video anzugucken und das irgendwie runterzumachen. Ich finde Kritik an sich was voll Gutes. Also wenn man da wirklich konstruktive Kritik bringt, finde ich das geil. Ja. Bringt allen was, finde ich Hammer. Würde ich auch, bin ich auch, brauche ich auch nicht nur gute Kommentare, sondern wenn jemand sagt, mach das besser, finde ich das Hammer. Ja. Plus, wenn man dann halt dann, ich hatte mal, also auf Videos, die dann mehr Views hatten, dann hatte dann wirklich Leute, die dann was Negatives kommentiert haben und dann wollte ich mich da rechtfertigen. Dann denke ich so, nee, der hat, wenn die Person wirklich die Zeit nimmt, Negativität zu versprühen oder auszuteilen, was hat er denn, also bemitleide ich den Kollegen. Hat der nicht verdient, dass du ihm oder ich ihm irgendwas schreibst dazu? Ja, ich finde, manchmal schreibe ich schon noch was dazu, aber ich denke mir so, ich muss mich da nicht schlecht fühlen und eher bemitleide ich dann Leute, die dann wirklich die Zeit dafür haben und sich die Zeit nehmen, andere Leute runterzumachen. Also da kann, ja. Die Zeit verstehe ich auch. Und deswegen, ich denke, um abschließend zu sagen, aber zu dem Grundthema unserer ersten Session in dieser gemütlichen Runde hier auf dem Baumstamm. Bitte, wenn ihr mit anfangen wollt, YouTube, macht's einfach und fangt sofort an. Und ich habe noch eine goldene Regel, 80-20. Und nicht 100% geben zu wollen, dann wird es nie fertig. Dann wird YouTube nie was für euch sein. Ja, also würde ich auch zustimmen. Ich glaube, man will sich in den Videos immer verkünsteln und dann braucht man Ewigkeiten für Videos. Und für mich Videos, wo ich ewig reingeschnitten habe, haben teilweise weniger Views, als die ich für drunter geschnitten habe. Und ich denke, schlussendlich geht es um eine gute Geschichte zu erzählen, die Leute mitzunehmen in dein Leben, in dein dem, was du machst, in den Aktionen, die zum Beispiel jetzt wir machen. Und dann ist den allermeisten Leuten egal, ist es jetzt mit so einer Kamera gefilmt, mit der, kommt natürlich aufs Genre an, wenn ich jetzt sage, ich will High-Quality-Travel-Videos machen und ich muss aus der Masse rausstechen, bringt es zum Beispiel schon was, wenn ich jetzt alle 2 Monate ein Video hochlade. Aber wenn ich jetzt wirklich so sage, ich will im Alltag und vor allem will ich es auch zeitlich hinkriegen, dann muss ich 80-20 machen. Mir ist aber einfach bewusst geworden auf YouTube, du brauchst die besten View-Zahlen auf Videos mit dem wenigsten Einsatz. Ist im Kanal übrigens bei mir so die Regel. Also Videos, wo ein Schnittaufwand dahinter hängt von Stunden, Tagen, hängen dann vielleicht 500 Views, schreibe ich einmal einen Titel Bosch rein, können wir offen drüber reden, 5000 Views innerhalb von 2 Tagen. Ja. Es ist einfach so. Also ein gewisser Clickbait ist auch noch dabei. Ich denke mal, ein paar Worte zu dir sind vonnöten. Ein bisschen Jobhintergrund. Ja. Ich denke, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Thema kirchliche Hochzeit in Corona-Zeiten oder ist ja vom Prinzip ein Thema aktuell. Wahrscheinlich konnte jeder sagen, cool, ich mache jetzt eine kirchliche Hochzeit, wenn ich nicht einen gewissen christlichen Hintergrund habe. Weil die meisten sagen ja aktuell, okay, dann standesamtlich zum Notfall und der Rest mache ich dann irgendwann in 2 Jahren oder vielleicht auch dann nicht mehr. Aber du sagst, okay, du willst jetzt einfach das komplett so durchziehen, was ich mega fand. Deswegen war ich auch dabei und sage, okay, ich mache für euch diesen Samstag die Technik und fand es auch wirklich cool. Und jetzt ein paar Worte dir auch vom Jobhintergrund. Also ich bin Diakon und ich habe in, in Ludwigsburg Religions- und Gemeindepädagogik studiert mit sozialer Arbeit und schaffe jetzt in Calw seit neuestem als Jugendreferent. Das heißt, ich habe 50% Social Media, also ich entwickle da neue Social Media Konzepte und werde dann auch als Jugendreferent mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Ja, ich muss eins sagen, uns eint, glaube ich, ein YouTube-Kanal relativ arg. Und das habe ich eigentlich am Ende von meinem kleinen Liste erst geschrieben, aber ich denke, wahrscheinlich kennen es von euch nicht, weiß nicht. Der Live-Lion-Kanal
denke ich, ist ein Kanal, den wahrscheinlich mich zumindest viele aus dieser religiösen Richtung viel mehr ansprechen als klassische Kirchenkanäle. Ja. Und ich, so kam eigentlich auch für mich diese Arbeit zu sagen, okay, Hilfsteiner Gemeinde im klassischen evangelischen Sinne zu Hause mit dem Livestream sonntags, weil einfach diese zwei Jungs, wo der eine ja raten, schwer sich zu überwinden hat mit seiner Krebserkrankung, bin ich echt herb und umgeht damit und wie er das so wirklich nach außen trägt, also heftigst, also Respekt, hochartiger Respekt, wirklich klasse. So kam ich auch wieder in diese Richtung rein, zu sagen, okay, auch mit Corona, ich möchte da ein klein bisschen was tun und ich glaube, da hast du ja so ähnliche Ansichten dazu, weil das ist so eine Arbeit, wo in die Richtung echt mega ist. Ja, also ich denke, dass Social Media extrem wichtig ist, dass sind viele Jugendliche ständig unterwegs. Und es gibt so viel Ablenkung. Ich finde Social Media auch zum Teil gefährlich. Also ich glaube, ich persönlich merke halt, wie ich mich mit Leuten vergleiche, wie ich teilweise unzufrieden werde und wie ich nicht mehr für das dankbar bin, was ich habe. Und ich denke, da ist dann so ein Kanal mit wirklich nur Message, mit einer Nachricht, die Leuten auch unterstützt, die Leute hilft. Und auch, also, mitnimmt. Und auch mitnimmt, ja, richtig wertvoll, dass man zum Beispiel jetzt wie bei Philipp von Lifeline auch wirklich sieht, so hey, er ist einfach in einer Situation, da würde ich persönlich, wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Also ich werde da, glaube ich, erstmal völlig überfordert. Mhm. Und ich meine, ich stehe eigentlich tief im Glauben, aber trotzdem inspiriert mich das zu sehen, wie er damit umgeht. Und ich denke, er kann durch seinen Kanal halt einfach so krass die Leute auf die Geschichte mitnehmen und das sind ja auch noch ein paar andere dabei. Und das Team macht es so gut, dass sie wirklich auch authentisch die Leute mitnehmen. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist. Ja, man hat wirklich das Gefühl, man hockt mit ihm im Wohnzimmer und kriegt so mit, wie es ihm gerade so geht. Finde ich Hammer. Also wie er teilt sein Schicksal mit allen und der Welt, finde ich echt Hammer. Und das nimmt er mich auch wirklich mit. Aber mich nehmen die zwei auch mit auf dem klassischen Weg, was sie so an sich tun. Deswegen denke ich, das ist ein Kanal, wo wir Thema Echtheit auf YouTube, finde ich auch wichtig. Weil die zwei, denen weiß ich, denen kann ich vertrauen, glaubt denen zwei. Ja, ich finde es auch für uns zum Beispiel eine große Herausforderung, weil wir heißen Fun-Nudes, wir zeigen Sachen, wo wir Fun haben, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Momente im Leben, wo jetzt nicht unbedingt spaßig ist und wo herausfordernd ist. Aber wie kann man das auf den Kanälen zeigen? So, weißt du, ich meine, wie kann ich zeigen, dass das Leben nicht nur um Fun geht, sondern auch ganz andere Themen mit drin hat? Mit zum Beispiel jetzt wie beim Philipp, mit Leid oder mit Herausforderungen, mit Zweifeln, mit Sachen, die einen halt allgemein beschäftigen. Und das bin ich auch noch am Überlegen, wie schafft man das dann auch, das irgendwie zu kommunizieren und trotzdem auch seinem Kanal treu zu bleiben, weil ich meine, wir sind die Fun-Nudes und wir wollen da jetzt nicht irgendwie ständig über irgendwelche Sachen uns aufregen oder ein Trauerlied spielen gefühlt, sondern wir wollen Leute motivieren, rauszugehen, die Natur gibt da so viele Möglichkeiten, Leute motivieren, auch selbst aktiv zu werden und so. Und genau, deswegen sind wir da auch, finde ich, ein sehr spannendes Thema, wo wir sehr auch mit zu kämpfen haben, wo wir uns viele Gedanken drüber machen, aber ich denke zum Beispiel sowas, ein Interview oder ein Gespräch wie jetzt, kann dann ja auch natürlich noch viel mehr Tiefe geben und ist dann auch ein guter Weg, um den Kanal so ein bisschen breiter zu geben. Da fällt mir ein Spruch ein von, ich habe gestern mal einen Podcast mit dir noch angehört in der Vorbereitung zu unserem Gespräch hier und da kam so ein Spruch, so ein bisschen neben den Zeilen eigentlich, auch ein Christ darf Spaß haben. Ja. Finde ich, trifft es dann doch relativ gut, weil es einfach so ist. Ja. Ich denke, da müssen wir auch, unsere Generation, ich denke auch, wenn wir christlich-christen sind, dürfen wir trotz allem ein normales, lustiges, spaßiges Leben haben. Ja. Das finde ich einfach zum Rüberbringen. Ich glaube halt irgendwie, das habe ich glaube ich da auch nicht ganz so gut rübergekriegt, aber es ist wichtig, dass man Spaß hat, aber dass halt Spaß nicht das Fundament ist von dem Leben. Dass es nicht darum geht, hey, bin ich jetzt die glücklichste Person ever, sondern wie kriege ich einen inneren Frieden so. Alles, ja, genau. Und auch so ein bisschen das Bild nach außen zu vermitteln, dass auch, dass ich habe oft das Gefühl, dass Christen, man hat so das Gefühl, dass es so verstaubte Leute sind, die, also ich, das eher negativ assoziiert wird, sage ich mal. Und da will ich auch bewusst mitbrechen und sagen, hey, wir haben auch eine gute Zeit, wir haben was ich finde auch dumm von mir zu reden, sondern ich meine, wir sind ja genauso ein Teil der Gesellschaft. Das finde ich auch an unserem Timo als Gemeindepfarrer so mega cool, weil er halt einfach mitten unter uns steht und auch da
uns alle mitnimmt. Finde ich echt mega. Deswegen finde ich diese Arbeit auch einfach, ja, hier am Sonntagmorgen den Livestream alle ein, zwei Wochen mal zu machen, echt spannend. Noch kurz ein Wort, ich denke, noch ein christlicher Hintergrund, um das Thema klein bisschen auch abzuhaken. Dein Opa hat ja auch so einen kleinen Hintergrund zu der aktuellen christlichen Heimatgemeinde hier. Und dann können wir wieder auf die anderen Seiten des Kanals überschwenken. Ja. Genau, mein Opa war auch Pfarrer in Dornstetten und war dort sehr lang oder relativ lang und hat viele geprägt, glaube ich, auch mich und meine Familie. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Mhm. Nee, ich finde es cool. Jetzt gehen wir ein bisschen auf euren Kanal ein. Also, ich habe mal ein bisschen geschickt, aber diese 8 Jahre hatten wir ja gerade schon, das erste Video vor 8 Jahren. Wie entstanden ist, haben wir ja vorher auch schon mal so ein bisschen geredet und coole Jungs, die große Jungs, die gern spielen gehen. Ich sage immer im Kanal schlapsigerweise, ich gehe dann auch mit dem Bike mal gerne in den Wald spielen. Was immer viele irritiert, was meint er jetzt in seinem Alter, er geht in den Wald spielen? Naja, in Trailfahren heißt halt einfach so. Oder einfach Spaß haben im Bike, muss ja auch mal chillig sein, muss ja gar nicht großartig sein. Das denke ich ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss sich ja nicht nur verrückt machen, man kann ja auch mal einfach entspannt Spaß haben. Wem fallen diese ganzen verrückten Sachen bei euch auf dem Kanal ein? Also tatsächlich zum größten Teil mir, aber die anderen haben auch coole Ideen und meistens ist es so, zum Beispiel haben wir ein Looping gebaut, dass ich irgendwie so ich die Idee habe und dann die anderen aber so die handwerkliche Begabung mitbringen, um das Ganze umzusetzen und dann auch, also wir ergänzen uns alle richtig gut. Also ich glaube, ich würde sagen so, ich bin eher so der Visionär, der so die Ideen hat. Tobi ist dann handwerklich wirklich begabt, also ohne den hätten wir zum Beispiel nie den Looping bauen können. Und Sammy ist der, der halt dann die ganz krassen, verrückten Stunts macht und einen dann auch motiviert, selber irgendwie, ich meine, ich würde sagen, bin schon auch in vielen Bereichen mutig, aber manchmal brauche ich auch eine Motivation, dass ich dann irgendwie einen Sprung mache oder so. Deswegen ergänzen wir uns so alle richtig gut. Ich muss eins noch, was mir gerade so einfällt, habe ich vorher schon mal aufgeschrieben, aber fällt mir gerade einfach noch ein. Das Thema Bällebad. Habe ich in dem Podcast von gestern auch gehört und geht es mir auf dem Kanal ähnlich. Wenn ich jetzt sage, ich hätte mir gerne ein Produkt zum Testen, dann schreibe ich halt die Firma an und frage nach, bekomme ich das zum Testen? Ja. Du hast gesagt, okay, plötzlich fragt man mal ein paar Firmen an, hat plötzlich ein paar Bälle da. Ich fand das spannend, bei dir Podcast zu hören. Man hat einen YouTube-Kanal, schreibt eine Firma an oder 5 Firmen war es, glaube ich, bei dir? Ein paar mehr, glaube ich, ja. Und plötzlich kommt dann plötzlich eine große Schachtel in den Hof mit ein paar Bällen. Gefühl. Geht mir oftmals gleich, ich schreibe jemand an, gerne ein Produkt zum Testen und sagt die Firma nö oder sagt ja. Wenn es ja und das finde ich cool und denke, heuer gut, dann probier's halt mal aus. Ja, also das war, ich glaube, es geht auch immer so darum, dass man wirklich auch mit Firmen zusammenarbeitet, die man feiert und die man gut findet. Und dass man nicht, also wir haben einige angeschrieben, aber wir haben auch so ein bisschen geguckt, so, wo sind die unterwegs, was machen die und sind es coole Leute, mit denen man sich identifizieren kann und zum Beispiel die Bällebadbälle haben wir dann von Miss Johann gemacht bekommen und dann habe ich geschrieben so einfach die Mail halt, ob wir alle Firmen oben steht nämlich was drin. Okay, perfekt. Und dann haben wir die Mail geschrieben, ob wir halt alte Bällebadbälle haben können, die recycelt werden müssen und dann kam die Mail zurück so Servus, wie viel braucht ihr? Und habe ich, wie groß ist der Pool? Und ich so und so groß und dann kam direkt die Antwort so ihr braucht 8.000, wir schicken 10.000, viel Spaß. Also so einfach völlig unkompliziert. Ja. Und dann haben wir auch noch mal 10.000 bekommen für eine andere Aktion und habe ich die Videos geschickt und dann kam so eine coole Antwort, wo ich dann wirklich gesagt habe, das ist eine Firma, mit der es ist einfach richtig cool, mit der zusammenzuarbeiten. Und dann, genau, auf deine Frage, das Gefühl, als man so irgendwie, man hat so die Idee, okay, wir hatten die Idee, eine riesen Rutsche mit Schanze in Bällebad oder mit einem Trampolin reinspringen und die Idee war so verrückt, dass ich gedacht habe, so, wie soll man das denn hinkriegen? Dann habe ich die Firmen angeschrieben. Ich habe schon so heftig gefeiert, als dann die Firma geantwortet hat. Und dann, als ich dann zu Hause, ich habe dann den ganzen Tag auf die Bälle gewartet und standen quasi vor der Tür. Und immer wenn so ein Postauto vorbeigekommen ist, habe ich geguckt, so ist es jetzt das Auto? Und dann, also ich war wirklich, als dann die Bälle ankamen, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich war wirklich unendlich dankbar, dass es geklappt hat. Und man muss auch sagen, wir hatten damals nicht so viele Abonnenten. Also wir hatten 1.000 und wir hatten auf TikTok auch nicht so viel. Von dem her war das wirklich
war ich unglaublich dankbar, dass sie uns die Bälle geschickt haben. Das war jetzt nicht so, dass sie gesagt, ich weiß, die haben es einfach aus, die haben die Idee gefeiert, ja, und die haben jetzt, glaube ich, persönlich jetzt nicht gedacht, boah krass, da werden jetzt so und so viele Leute, werden jetzt da ein Bällebad kaufen, sondern die haben gedacht, okay, ja, wir können damit auch Werbung machen und so, aber die hatten wirklich Bock auf die Aktion und das war auch das große Ding, warum ich die Firma so sehr feiere. Da muss ich eins dazu sagen, ich dem, wenn wir jetzt gerade mal im Talk sitzen hier und das Thema Kooperation, was ich hier auf dem Kanal relativ oft eingehe, natürlich auch nur mit Firmen, wisst ihr ja, die ich auch wirklich unterstützen möchte. Weil es gibt außer ein Produkt, das ich testen darf, bekomme ich da, dafür ist nichts. Was ich immer echt derb finde und auch emotional immer echt derb finde, wenn ich was anfrage, was ich sage, okay, ich hätte gerne ein Produkt zum Testen. Das geht ja vom Prinzip der Firma auch nicht gerade schlechter dadurch. Dann kommt dann plötzlich eine Antwort per E-Mail. Also ist es so, bei mir geht es zumindest so, ich schreibe eine Firma an, hätte gerne einen Produkttest. Entweder bekomme ich nach kurzer Zeit, ja, machen wir, dann war ich durch alles safe. Du bekommst entweder nach 14 Tagen eine E-Mail, wo drin steht, oh, sorry, kriegst einen Einkaufsgutschein für 10% ab Einkaufswert X. Komm mir verarscht vor, Entschuldigung. Weil ich wollte denen ja nicht ihre Gutscheine von denen haben, ich wollte denen ihr Produkt testen und denen auch was Gutes tun vielleicht. Oder kommt gar nichts zurück. Und diese zwei letzten Varianten finde ich immer irgendwie Klatsche. Ja, ich glaube, man muss da immer überlegen, wie schreibt man die Firmen an. Und dann man muss den Firmen ja auch, ich glaube, wenn man den Firmen einen Mehrwert bietet und sagt, hey, das und das biete ich euch. Zum Beispiel, ich schreibe immer, wenn ich weiß, wir haben jetzt nicht so viele Abonnenten, auf YouTube zumindest nicht. Ja. Dass wir dann, ja, dass wir dann sagen, okay, wir machen, schicken euch das Produktvideo, wir schicken euch das und das und wir machen so viele Posts, die ihr auch selber nutzen könnt und so, dass ich wirklich so gucke, hey, und ich versuche auch dann wirklich zu zeigen, so, hey, unsere Zielgruppe sind die und die Zielgruppe und so passt es in eure Zielgruppe. Ja. Und da denke ich, man muss auch einen Mehrwert bieten und ich meine, das machst du ja auf jeden Fall auch. Und ich denke, wenn dann die Firma sagt, so nee, wollen sie nicht, dann denke ich, hat die Firma ja auch, also kommt natürlich immer auf das Produkt an, aber ich denke, dass man dann auch, dass dann die Firma ja auch was verpasst. Dann ich sag mal, wenn jetzt eine ehrliche E-Mail zurückkäme, die jetzt zum Real Talk, wie es einfach so mir geht, es kommt eine, kommt eine E-Mail zurück und drin steht, du, deine Zielgruppe vielleicht nicht ganz unseres, okay, machen wir gerade nicht. Kann ich mit leben. Ja. Wo ich dann immer wirklich einen Schlag in die Magengrube kriege, wenn dann plötzlich ein Gutschein zurückkommt über 10% für einen Einkauf im Onlineshop bei den Unternehmen. Dann muss ich sagen, was soll das? Ich wollte es ja nicht geschenkt kriegen für mich persönlich. Ich glaube, da sind viele Firmen noch gar nicht so weit zu wissen, dass wir als YouTuber, kleine Influencer, denen einen relativ hohen Mehrwert bieten könnten. Also ich glaube, vor allem, wenn man eine Zielgruppe hat, die in einer Nische ist, und ich meine, das hast du ja auch, ich denke, wenn du jetzt irgendwas unabhängig vom Bike-Business irgendwie wollen würdest, wäre es natürlich weniger sinnvoll. Ja, genau, aber wenn du wirklich, man sagt ja auch, dass 1000 wirklich Kernabonnenten, die wirklich viel von dir halten, was du sagst, dass es viel mehr bringt als so 10.000, die halt überhaupt keinen Bezug zu dir haben. Und ich glaube, das vergessen viele Firmen, vor allem lokale Firmen, wie wertvoll das ist, wie wertvoll auch kleine YouTuber sein können. Eure Videos, Thema Vorbereitung, sieht immer alles bei YouTube mega spontan aus. Passt zum Thema gerade wieder auch in die andere Richtung. Ich glaube, viele Zuschauer wissen gar nicht, was ein wirklich harter Arbeit dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Ich kann zum Mirksten einstreuen, gut, heute das Video für die kleine Plauderrunde war für mich die Vorbereitung von 1-2 Tagen mit allem Vorbereiten, Schreiben, immer nebenher. Das war es noch relativ entspannt. Es gibt auch wirklich Videos, wo ich sage, ich hänge an denen wirklich drinnen 3-4 Tage in der Vorbereitung. Ja. Gerade Tech-Talk-Videos, wo ich dann Interviewpartner Firmen habe, wo ich wirklich vorbereitet sein muss, da sitze ich 2 Tage am Schreibtisch und bereite ein Interview vor. Ja. Gerade aktuell über diese Ladegerätschiene, die ich da gemacht habe, war das eine Vorbereitung. Aber ich glaube, viele draußen wissen gar nicht, dass man sagt, okay, man hat dann doch einen relativ dicken Vorlauf. Also ich glaube, man hat einen dicken Vorlauf, einen dicken Nachlauf. Währenddessen ist viel Aufwand. Also man kommt immer auf die Größe von dem Projekt an, aber bei uns ist halt erstmal, wir brauchen halt Ideen und gerade wenn wir regelmäßig Videos machen wollen, braucht man regelmäßig Ideen. Dann muss man die ganzen Sachen organisieren und bei uns sind die meistens, gerade dadurch, dass wir es low budget machen, ist es halt auch nochmal mehr Aufwand. Also den Looping zu bauen, zu planen, also allein zum Bauen haben wir 1,5 Tage gebraucht, nur um den zu bauen.
zu planen, also die Idee war da, aber da haben wir uns auch das überlegen müssen und so. Und dann das wieder zu schneiden und hochzuladen und dann auf TikTok hochzuladen, auf Instagram hochzuladen, dann eine Videobeschreibung zu machen, Titel, Untertitel, alles, das ist dann wirklich, was dann den Braten fett macht. Ich meine so, also da braucht man schon richtig viel Zeit und deswegen ist auch voll wichtig, also für uns, dass wir wirklich ein Team sind, wo wir uns die Aufgaben gegenseitig abnehmen und jeder macht das, wo er gerade sein Talent hat. Und da sind wir auf jeden Fall, inzwischen ist es viel entspannter, dass wir das alles so aufteilen. Bei euch sehr komfortabel. Das ist mein Brot immer alleine, das hinzubekommen. Und das ist das Problem. Ich glaube, YouTube honoriert das nämlich gern oder Google und sieht es gern, dass da die Arbeit sagt, okay, ich möchte ein Video haben, Algorithmus sagt, ich möchte ein Video haben, zweiwöchentlich täglich, dreitäglich, wöchentlich. So ist auch nach oben gepusht, das merkst du genau, also mir geht es zumindest so. Mache ich ein Daily-Video und weiß genau, die Zahlen gehen ab, das ist zwangsläufig so. Ja. Das halte ich aber nur durch mit Projekten, die ich schnell fertig bringe. Mit euren Projekten, die ja einen riesen Vorlauf brauchen, wäre es ja unmöglich, ein Video zu produzieren. Ja. Jeden Tag eins. Ja, also jeden Tag. Für uns ist schon die Herausforderung alle zwei Wochen. Wir hatten lang jede Woche, aber das war auch wirklich sehr schwer. Und ich denke, auf TikTok habe ich fast jeden Tag eins hochgeladen, mal eine Zeit. Und da ist es dann auch relativ steil gegangen. Aber da ist halt wirklich, das hat mich irgendwann auch belastet, also wirklich den Druck dahinter und dann hatte ich irgendwann wirklich, war ich ausgebrannt, hatte ich noch keinen Bock mehr und habe es dann auch eine Weile gelassen, aber man merkt wirklich, wie man sich dann wieder von null gefühlt hochkämpfen muss, aber ich denke, ich kenne das Gefühl so gut. Ist herausfordernd, aber macht trotzdem Spaß. Man braucht wirklich eine tiefe Motivation und eine Vision, um das durchzuhalten. Ich denke auch viele, wo das sagen, sie fangen an damit und sind nicht wirklich am Thema dran und denken, das erste Video macht Spaß und ist cool. Das dritte macht auch noch Spaß und ist cool. Wenn es auch mal bei mir irgendwann in eine Jobschiene übergeht, wo ich sage, es muss auch für selber rauskommen, ist auch klar. Du willst jeden Tag was bieten. Irgendwann sagst du mal an Tag 7 in der Woche, heute will ich eigentlich mal für mich einfach auch einen Tag haben. Kriege ich mittlerweile gut hin, ist kein Problem. Aber für alle draußen, tut euch den Gefallen und teilt eure Zeit sauber ein, sonst habt ihr wirklich irgendwann einen Punkt, wo ihr sagt, ihr mögt nicht mehr. Ja. Geht mir zumindest ab und zu mal so, aber selten. Aber ab und zu denke ich auch mal, heute Sonntag gehört es bei mir und so ist es dementsprechend gut. Ja. Verschiedene Formen, ein paar Kanäle, die ihr beliefert. Ich bin da relativ entspannt, Insta und YouTube. Reicht mir völlig aus dem Umfang her, aber ich glaube, bei euch sind ein paar Kanäle mehr. Also eigentlich nur TikTok? Ja. Also wir haben YouTube, wo eigentlich unsere Base ist und wir haben so ein bisschen ein Konzept in Anführungsstrichen, dass wir sagen, wir machen ein langes YouTube-Video und dann machen wir daraus kurze Schnipsel. Aus einem langen YouTube-Video machen wir 3 bis 4 Videos für TikTok, für Instagram und auch bald, wenn es dann einmal läuft, mehr Fotos. Und so, dass wir quasi eigentlich im Kern haben wir alles gefilmt. Wir müssen die dann bloß noch kleiner schneiden in einem anderen Format und so. Und TikTok zum Beispiel ist bei uns, hat sehr gut funktioniert. Also haben wir Videos mit, ich glaube inzwischen 3-4 Millionen Views, wo einige wirklich oft geklickt wurden, wo wir dann auch relativ viele Abonnenten bekommen haben und aber halt auch dann regelmäßig machen mussten. Und in letzter Zeit ist dann halt einfach auch zu viel gewesen. Und dann denke ich, man darf sich nicht, also es ist immer so das Dilemma zwischen, man darf sich nicht von Klicks und Abonnenten leiden lassen, aber gleichzeitig braucht man auch eine Vision, um was zu erreichen. Ich denke, da noch ein wichtiger Punkt aus dem Podcast, wo ich vorgestern mal anhörte, Thema, man sollte nichts für Klicks tun. Und das ist, denke ich, immer noch ein wichtiger Punkt. Natürlich ist es schön, Abonnenten zu gewinnen auf Social Media. Das finde ich einen Punkt, keine Frage, finde ich cool. Jeden Tag 20 Stück obendrauf, Hammer, keine Frage. Nur ich denke, man sollte sich nicht verbiegen. Also man sollte immer noch das bieten, was man wirklich ein Format haben möchte. Ja. Und ich denke, nicht einfach jetzt sagen, jetzt muss ich einfach auf Krampf das tun. Ja, ich denke ja und nein. Also auf jeden Fall, dass man sich selbst bleibt. Ja. Auf jeden Fall auch, dass man sich weiterentwickelt, dass man nicht vor allem bei uns irgendwelche Sachen macht, die zu gefährlich sind, einfach für die Klicks. Also das geht halt gar nicht. Ja. Aber trotzdem denke ich, muss man halt auch mal durchziehen in schweren Zeiten. Man muss auch mal sagen so, okay, heute habe ich keinen Bock zu schneiden, aber ich habe eine große Vision, ich habe eine große Idee. Muss halt mal. Und jetzt muss ich halt mal. Ja.
es ist so ein schmaler Grat, sage ich mal so. Ja. Du darfst halt nicht so hingehen, dass dann jedes Video zum Muss wird. Aber ja, ich denke, du musst dann zurückgucken können und ja, sagen, jawohl, die harte Arbeit hat sich gelohnt. Und es gab Momente, da hatte ich keinen Bock mehr auf Schneiden. Da hatte ich keinen Bock aufzustehen und hinzugehen für die Aktion. Ja. Aber wenn ich dann zurückgeguckt habe, dann sage ich, jawohl, ich hatte morgens keinen Bock. Ich hatte vielleicht auch keinen Bock zum Schneiden. Jetzt gucke ich 5 Jahre später das Video an und ich finde es geil. Ja. Und ich denke, das ist halt ein schmaler Grat, aber den muss man halt irgendwie gehen. Ja, das ist aber weil ich glaube, wenn man aufhört, wenn man keinen Bock mehr hat, ist ja in allem so, nicht nur auf YouTube. Richtig, aber ich denke, also muss ich da durchbrechen und sagen, ich mache auch weiter, das geht, das muss auch motivieren ja, dazu, das finde ich wichtig. Aber ich denke, verstellen für Klicks, nein. Nee, stimme ich dir zu. Die Linie muss wirklich mal seine Meinung und der muss man einfach stehen bleiben, sonst macht es irgendwann keinen Sinn mehr, dieses Business zu machen, weil die Leute, denke ich, sehen recht schnell, wenn man immer nicht mehr echt ist. Ja. Denke ich zumindest mal so. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Und es gab bei euch ein Projekt, was nicht ganz fertig wurde. Der Looping. Ja. Erzähl mal Sachen dazu. Finde ich spannend. Also wir haben den Looping gebaut. War echt viel Aufwand. Wir haben den geplant. Ich glaube 2 Tage waren wir dann bei meinem Kumpel. Wollten den Looping aufbauen und dann hatten wir auch die Wiese, wir hatten alles hergerichtet, der Loopingstein auf der Wiese, wir hatten die Bahn, wo wir runterrutschen. Ja. Und dann kam Dine, den der Akku gehört hat und ja, die haben gesagt, okay, sie können es nicht verantworten, dass wir hier die Aktion machen. Vor allem auch noch, damals konnten noch ein paar Leute, mehr Leute dabei sein. Ja, ja. Das Fass hat irgendwas passiert, weil ich sag's mal, wie es ist, so ein selber gebauter Looping hat schon durchaus auch Potenzial, dass was schief geht. Mhm. Aber wir haben das wirklich, also das sehen viele auch nicht. Wir hinterdenken wirklich die Gefahren. Wir ja, schätzen das ein und machen nichts, was wir. Deswegen ist auch bei keiner Aktion schon was passiert, also noch nichts. Wir machen das wirklich, ich sag mal, im safen Rahmen, so ja, wie es halt geht. Aber genau, dann hat die, denen, die der Agro gehört hat, haben gesagt, nee, können wir nicht machen, was ich auch voll nachvollziehen kann. Okay. Das war ein kleines Kommunikationsmissverständnis vorher. Aber dann dann wurde es Winter und wir konnten den Looping bis heute nicht rutschen. Ja, dann kam Corona. Aber jetzt, wenn es wieder wärmer wird, ich denke, die nächsten paar Monaten ist ja schon dran, sage ich mal so. Das war so eine Frolding-Geschichte, oder? Wie bitte? So eine Frolding-Geschichte war das, oder? So eine Rutschbahn. Ja, genau. Frolding, ja. Also man hat so eine Slip-and-Slide-Bahn und dann rutscht man da theoretisch einmal durch den Looping durch. Das wäre dann auch unser, ich würde sagen, unser größtes Projekt. Das war auch das, was auf TikTok die meisten Klicks gekriegt hat. Ja, ich fand halt auch genug cool wieder im Podcast der Ausspruch, auf meinem Acker soll keiner sterben. Das fand ich dann, der Spruch war dann, ja. ja, aber ich denke, da geht Safety first vor, bevor ja, man sich dann da irgendwo. Auf jeden Fall. Also ich konnte es auch gut nachvollziehen. Ich war zwar traurig und so, aber wirklich, ich finde es gut, dass man da klar kommuniziert hat, dass man das nicht will und dass man. Also das war für uns auch überhaupt kein Stress, dass wir es nicht machen. Wir hatten ja, dann die normale Slip-and-Slide aufgebaut ohne Looping und es war Hammer. Wir hatten so viel Spaß. Also ich denke, es war kurzer Moment traurig, aber wir haben ein Special draus gemacht. Alles gut, ich hab's nur so ein bisschen. ich denke immer drüber nach, wenn ich so ein bisschen jetzt euch einen Kanal angucke, denke ich, holla die Waldfee, manche Dinge würde ich da nicht tun. Viele Dinge würde ich nicht tun. Verletzungen? Gab es noch nie, weil also tatsächlich, das, viele haben mir das Gefühl, so, da müsste eigentlich immer was passieren. Yeah. Und da bin ich auch, bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich habe mit 14, 13 angefangen, Parkour zu machen, Freerunning, habe Saltos geübt und ich kann quasi ein Salto fast blind. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel immer also runterspringen. Den Backflip aus dem Stand. Ja, zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt von 10 Meter runterspringen, würde ich ein Salto können von 20 wahrscheinlich auch. Er hat natürlich noch mehr Schiss, aber das heißt, okay, wir haben im Großen und Ganzen haben wir eine gute Kontrolle, wenn wir irgendwie rumfliegen, wo wir in der Luft sind und so. Und deswegen ist auch ein großer Grund, dass noch nichts passiert ist, weil jahrelange Übung dahinter steckt. Das ist auch, wir wollen Leute motivieren, was zu machen, aber wir wollen auch irgendwie, dass sie sehen, wie viel Training dahinter steckt, weil wenn jetzt jemand hingeht, das noch nie gemacht hat, denkt so, wow, cool, mache ich auch, dann kann das natürlich. Ist natürlich gefährlicher, aber wir sind wirklich auch sehr bedacht. Das kommt wahrscheinlich nicht so rüber, aber wir sind tatsächlich sehr bedacht und machen wirklich nur die Sachen, wo wir auch ein gutes Gefühl haben. Das Bauchgefühl ist so für uns das A und O. Und deswegen ist auch noch nie was passiert. Es gab schon ein paar knappe Kisten,
Aber da bin ich dann auch Gott echt dankbar gewesen, dass nichts passiert ist. Aber ich im Großen und Ganzen wirklich, dass wir achten sehr viel drauf, dass es sicher ist. In ja, dem Rahmen, wie das sicher ist. Ja, wie es sicher sein kann. Ich hatte nur schon gedacht, bei der Büro-Rollstuhl-Geschichte im Skatepark. Ziemlich safe, ja, okay. Ja, das war eine safe Reaktion. Okay, eine Halfpipe mit 2 Meter Höhe mit Bürstel runterfahren, geil. Das war tatsächlich noch einer der saferen. Ja, ja, okay. Du musst Levels um. Nee, aber ich finde es cool, wenn ihr das noch so einzählen könnt, dass es so weit passt, dann ist ja. Das ja. Es gab mal eine Verletzung, aber ich glaube mal, es gab mal eine, die war dann unabhängig von der ganzen Geschichte. Bierpong spielen und das habe ich in dem Podcast. Das ist auch so gefährlich, gell? Ja, habe ich in dem Podcast auch nicht gesagt, beim Karussellfahren. Hier cool. In Dornstetten. Mega. Habe ich den Arm gebrochen. Und erzähl beim Bierpong, gell? Ja. Mhm. Vorher hatten wir das Thema Invest. Was muss man investieren? Im Regelfall nicht viel. Klar, eine Kamera gehört dazu. Hier in diesem Fall jetzt auch. Haben wir auch ein paar Hochstände hier im Wald, wo wir uns ein bisschen aufgebaut haben, wo wir auch ein bisschen Frieden haben, weil vorne an der Straße war uns vorher klein Bild zu unruhig. Aber was für einen Aufwand betreibt ihr kameratechnisch? Was habt ihr da alles dafür? Um vielleicht jetzt ein paar zu sagen, cool, die möchten euren Kanal morgen nachbauen. Was brauche ich? Bei mir ist recht simpel. Mir reicht eine Canon M50 und eine Funkstrecke ja. Und ich kann meinen Kanal betreiben. Also wir haben tatsächlich inzwischen auch ein bisschen angesammelt. Also wir haben GoPros, wir haben eine Drohne, wir haben eine normale Kamera von Sony. Aber im Kern... Also wir haben jahrelang habe ich wirklich mit einer relativ billigen Spiegelreflexkamera und einer GoPro gearbeitet. Im letzten Jahr habe ich fast überwiegend mit GoPros gearbeitet und wir wollten dann auch qualitativ ein bisschen herausstechen und kreativer werden und deswegen haben wir uns zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera gekauft. Aber im Kern, die allermeisten Sachen filmen mit einer GoPro, haben wir eine POV, also können wir die GoPro haben wir so eine Halterung, die kannst du im Mund nehmen, kannst richtig gut filmen. Kannst in Tasche stecken, da kannst du bei Wasser, Wind alles mitnehmen. Also das ist für uns, für unsere Aktionen tatsächlich die GoPro-Kamera, die Go-To-Kamera. Und manchmal filmen wir auch mit einer normalen DSLR, weil kann man auch schöne Aufnahmen machen. Aber ich glaube, für die, die halt zum Beispiel jetzt anfangen wollen oder die Bock haben, selber in YouTube was zu starten oder allgemein in Social Media oder einfach für sich, für die Aktionen, die wir machen, wirklich eine GoPro und da kannst du wirklich viel mitmachen, wenn du mit den Einstellungen rumspielst und so weiter. Es wächst ja aber auch an der Anspruch und das Verhalten. Genau. Ja. Wo ich sagen muss, Thema Drohne, ich habe zwar eine, aber ich bräuchte sie nicht. Das ist so ein Punkt, es ist nice to have. Du nimmst sie am Anfang andauernd und nachher denkst du, okay, ja. Es muss halt in Storytelling reinpassen. Richtig, und irgendwann wird es dann schwierig. Mein Kumpel hat eine FPV-Drohne und da ist halt normal, kannst du mal ganz andere Shots machen. Ja. Hätte ich auch einfach als Hobby richtig Bock mal zu machen, aber das ist dann natürlich nochmal die Zeit, das Geld, alles, ja. Wenn mich aber heute einer fragen würde, welche Kamera willst du, wäre für mich die GoPro aktuell eigentlich die, die ich als erste Kamera nehmen würde, weil mit der kann ich das meiste tun. Ja. Klar ist es eine DSLR oder eine Canon M50, eine schöne Kamera, mit der man durch den Alltag gut schon arbeiten kann, aber eine GoPro macht eigentlich das meiste. Auf jeden Fall, ja. Deswegen, das denke ich, reicht für jeden Einsteiger dementsprechend aus. Kommen wir langsam zum Ende. Wo siehst du deinen, euren Kanal in Punkt Jahren? Und wo willst du hin? Also eine sehr gute Frage. Gell, die ist fies. Ja, ich meine, es geht, müssen natürlich realistisch sein. Man muss natürlich realistisch sein, aber trotzdem muss man Vision haben. Ja. Und ich sag dir unsere Vision. Und unsere Vision ist, dass wir natürlich wachsen und dass wir langfristig, also wir haben so ein ganz großes Ziel, das ist irgendwie so eine Art Ranch aufzubauen, ein bisschen vergleichbar mit Klimansland, wenn man die das kennen, dass man so einen riesen Bauernhof hat oder in einer alten Kirche oder sonst was. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt bauen, den Looping, die Riesenrampe, die Wippe, die wir gebaut haben. Wir haben auch einiges an Zeug schon, was Dreiräder, Trikes und so angeht. Yeah. Dass wir wirklich sagen, hey, wir bauen hier einen riesen Park auf, nehmen die Zuschauer mit auf den Weg, wie wir den Park aufbauen und machen dann dort, laden wir Leute ein, wir wollen wirklich dann auch sagen, wir wollen anderen die Möglichkeit geben, da mitzumachen bei den ganzen Aktionen und wirklich sagen, hey, wir machen hier Jugendarbeit, wir machen nicht nur unsere Videos, sondern wir wollen auch vor Ort
Begeisterung, ja, genau. Also so ein bisschen dieses YouTube-Leben natürlich auch zum Teil machen, aber das Ganze, die ganzen Aktionen, die wir machen, so ein bisschen mit dem vor Ort, mit Jugendlichen, mit jungen Menschen verbinden. Das ist so die ganz große Vision. Ob die in 5, 10, 20 Jahren ist, muss man gucken. Genau, also das ist so, sag ich mal, die Vision für uns. Ist auch schwierig, denke ich, zu sagen, wo ist YouTube noch in 5 Jahren? Wo ist die Plattform in 5 Jahren? Muss man sich anpassen, an was TikTok kommt. Sehe ich kritischer. Ob es in 5 Jahren noch gibt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich da vorsichtig mit. Instagram wissen wir auch nicht, ob es in 5 Jahren noch gibt. YouTube ist sehr konstante und in den ganzen Social-Media-Plattformen. Ja. Aber TikTok, meiner Meinung nach, wird TikTok Instagram ablösen. Und, kann passieren, ja. Ich ja gut, denk, Facebook ist tot, so gesehen. So sagen vieles, viele sagen auch nicht. Ich persönlich sage, also ich bin kaum in Facebook, aber scheinbar, manche Experten sagen, Facebook ist nicht so tot, wie man denkt. Aber da muss ich, bin ich nicht so drin, wir machen ja nicht viel auf Facebook. Ich glaube, wenn man auf Facebook YouTube-Videos teilt, werden die nicht oft, kriegt nicht viel Likes, aber wenn man dann auf Facebook direkt das Video hochlädt, ist es vielleicht ein bisschen anders. Deswegen sage ich einfach zu sehen. Und vor allem wichtig ist auch allen draußen, die ein klein bisschen ins Thema einsteigen wollen. Finde die Nische. Ja. Und es gibt natürlich kein, es ist alles schon mal irgendwann gemacht worden. Da muss man einfach sich im Klaren sein. Euer Kanal gab es schon mal in anderer Form. Mein Kanal gibt es x-mal in der Form. Ja. Und ich denke, viele gucken es auch an, weil ihr euch als Typen gern anguckt. Ja. Das ist einfach so. Und ich glaube, jeder macht sich da was vor, der morgen sagt, er möchte einen Hochglanzkanal machen. Okay. Als Erklärbär-Kanal und meint, er ist der Größte, weil er alles weiß. Viele gucken auch einen nur, weil der Typ ist einfach an. Ja. Das muss man vielleicht auch noch vielen rausgeben und zu sagen, es ist nicht nur, dass man jetzt den Inhalt hat, sondern auch, man guckt diese Menschen gerne an. Auf jeden Fall, ja. Wie sage ich ja, 3 große Jungs gehen gern spielen im Wald. Finde ich begeistert, wenn ich viele Aktionen auch für mich niemals machen würde. weil mein Sport Background gar nicht für da wäre. Aber einfach nur cool. Also ich würde sagen, die Fun-Dudes einfach folgen. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt dazu. Guckt einfach mal rein. Mega cooles Format. Macht einfach Spaß. Jetzt kennt ihr auch die Menschen hinter dem Kanal. Yes. Finde ich auch immer schön, wenn Menschen einfach nur mal so sieht. Yeah. Entspannt im Wald sitzen und nicht irgendwie in dieser Hochglanz-YouTube-Welt. Weil alle, wo das machen, sind nur normale Menschen. Und die, ist so. Ja, ist so. Und die gehen morgens zum Bäcker wie jeder andere auch. Ja, wir hatten, also dann gerade, kann ich vielleicht noch kurz am Schluss so ein bisschen einwerfen. Also dann auf TikTok hatten wir jetzt über 100.000 Abonnenten und als dann haben uns Leute auf Instagram geschrieben und dann, boah, krass, ihr habt geantwortet und so. Oder ja. Die haben dann so voll gefeiert und ich denke so, yo, wir sind, also ich bin noch kein Stück anders als du. So weißt, wir haben andere Hobbys, wir haben, dass ich jetzt mehr Abonnenten habe, es ändert doch überhaupt nichts an mir persönlich. Ich habe die gleichen Probleme wie davor, die gleichen Stärken, die gleichen Schwächen. Ja. Also an mir ist nichts anders. Und ich merke es halt bei mir, wenn ich jetzt irgendwelche Filme mache oder großen YouTuber angucke, denke ich so, boah, krass, guck mal, wie die es geschafft haben. Aber es ist nichts anderes an den Leuten, völlig unabhängig von den Abonnenten. Das ist ja der Kern von unserem Wert, hängt ja nicht von Abonnenten ab. Gar nicht. Und ich finde auch wichtig, wenn gerade uns Leute draußen sehen, dann einfach ansprechen. Nicht irgendwie tuscheln hinterm Rücken und sagen, ach, ist das jetzt der? Sondern sprecht einfach alle an. Und ich glaube, da haben alle ein Problem, wenn man dann hinterm Tuscheln anfängt und ach, ist das der von da und da? Noch gleich Beispiel habe ich vor 3 Tagen Jonas Winkler, falls ihr den kennt, als Schreinermeister, der so ein bisschen die Nische bedient, auch der Heimberger. Mega cooler Kanal, auch noch dazu. Hat das Problem gehabt, er war im Baumarkt einkaufen und tuscheln hinter ihm, ist das der Schreinermeister? Ja. Fand er auch ein bisschen komisch, fände ich auch ein bisschen komisch. Ja. Deswegen denke ich, wenn man einen erkennt, ansprechen und es ist gut. Wir sind alle vor der Kamera, die gleichen hinter der Kamera. Ja. Finde ich wichtig, weil ich glaube, viele denken da auch immer, das machen wir, nö, Spaß und Freude. Ja. Also, abschließend, war eine coole Talkrunde. Heute mal ein längeres Video hier auf dem Kanal, war aber auch Absicht, um Menschen zu zeigen, die man neben diesem Bike-Leben auf dem Kanal hat und außerdem Schrauber-Video hier auf dem Kanal hat. Soll einfach ein bisschen breiter aufstellen, soll auch nichts ablösen, aber ich denke, es macht doch einfach Spaß, den Einblick auch ein paar zu geben. Die Fun-Dudes einfach unten verlinkt abchecken, guckt euch einfach mal an. Jetzt wisst ihr auch, wer dahinter steckt,
wo sie alle sitzen, hier in Baden-Württemberg, weil ja die Kanäle relativ weit in Europa gesehen werden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.